Hallo YouTube, mein Name ist Robito, ich bin Robitos Blog und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und gleichzeitig den ersten Eindruck einer neuen E-Zigarette. Die ist gestern bei mir angekommen, ich habe sie jetzt den zweiten Tag getestet, teste sie aber im Moment neben meiner Just Fog E-Zigarette und muss sagen, der erste Eindruck gefällt mir, bis auf einen kleinen Nachteil, wo ich gleich noch drauf zurückkommen werde. Bevor ich jetzt erstmal weiter rede, es handelt sich um ein Modell, was an die weiblichen Zuschauer eher geht. Deswegen, da ich aber kein Video davon gefunden habe, habe ich gedacht, ich mache mal eins, damit sich die weiblichen Zuschauer auch mal einen Eindruck davon machen können, ob sich ein Kauf überhaupt lohnt, ob sie sagen, nee, hole ich mir nicht, ich will no doch lieber normales, großes. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch das Modell einmal. Es handelt sich um das Modell von Red Kiwi, nämlich das Modell von dem S-Line Lady. So, das ist dieses schöne Modell. Ich habe mir das in Cherry Red geholt, also in Kirschrot. Die Verpackung ist standardgemäß, finde ich eigentlich ganz schön. Hinten ein paar bisschen drauf geschrieben. Ich lese das einmal kurz vor. S-Line Lady, eine elegante E-Zigarette für die zarte Hand. Schlank und edel mit hochwertigen Metallmundstücken macht die S-Line Lady eine sehr gute Figur und liefert unverfälschten Genuss in gewohnter Red Kiwi Qualität. Wer Red Kiwi kennt, weiß, dass es eine der besten E-Zigaretten auf dem Markt ist, neben Joyetech und Kangatech. Es ist ein deutsches Unternehmen aus Seebetal und somit erstmal zur Verpackung. Hinten stehen auch die technischen Details drauf. Da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Ich packe sie jetzt erstmal aus. Im Lieferumfang ist das mit enthalten. So sieht das Ganze aus, wenn die bekommen. Natürlich ist sie noch eingepackt. Ich habe sie jetzt ja schon einen Tag getestet. Einmal haben wir hier den das USB-Ladegerät. Das hat einen Eingang von 5 Volt und 500 Milliampere. Ausgang liegt bei 4,2 Volt und 200 Milliampere, ausschließlich für S-Line Lady Akkus verwenden. Ja, jetzt zeige ich euch auch, dass das ein anderer Anschluss ist als bei den anderen E-Zigaretten. Das ist nämlich dieser. Der ist bekannt bei den Geräten von der Ego One zum Beispiel. Ich habe jetzt mal einen Verdampfer von der Ego One, nehme ich diesen. So sieht das Ganze aus. Das ist der Verdampfer. So, aber das ist ja nicht das Thema. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem ganzen, zu dem Schätzchen eigentlich. Ich habe jetzt mal meine Just Fog mitgebracht, damit man einmal den Größenvergleich hat, denn der ist echt genial. Ich zeige euch das mal. Jetzt guckt euch das an. Die ist ein ganz kleines Stück kleiner, also um genau zu sein, wenn ich jetzt mein Mundstück noch abnehmen würde, wäre die gleich groß. Die ist auch ein bisschen kleiner, aber ich muss sagen, der erste Eindruck gefällt mir davon echt recht gut. Jetzt allerdings der Nachteil, wenn ich jetzt zu den technischen Details komme. Wir haben in dem S-Line Lady Pen einen 320 mAh großen Akku verbaut. Ist aber auch klar, denn so viel in so einem kleinen Gerät kann nicht viel Leistung reinpassen. Wir haben einen Clearomizer Verdampfer, der nicht ausgewechselt werden kann. Der ist also mit im Tank fest verbaut. Und so sieht er dann aus. Das Liquid Rein 5 ist mit einem normalen Anschluss wie diesen recht schwierig, weil das recht groß ist. Ich würde dafür empfehlen, eine Pressflasche zu nehmen mit einer Nadel. Aber ich zeige euch auch einmal, dass das so geht. Also wir haben da echt einen kleinen Einschub. Aber wenn man weiß, dass man nicht so feste drücken muss, dann geht das. So, dann lassen wir das mal reinlaufen. Mal wieder voll. So, ich habe jetzt das Liquid von Nico Liquids. Das sind diese. Ich habe jetzt 40 Maracuja 6 Milligramm Nikotin.
Das Prinzip ist anders als bei den anderen S-Line-Modellen. Wir haben kein Dreidrucksystem mehr. Wir haben inzwischen einen Fünfdruck. Das heißt, wir müssen fünfmal auf den An- und Ausschalter drücken, damit sich das Modell überhaupt einschaltet. Das mache ich jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ja, das sieht man. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, die war an. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jetzt will sie nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt blinkt sie, jetzt ist sie aus. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist sie wieder an. So. Das Dampferlebnis damit ist eigentlich qualitätstechnisch von Red Key wie immer gut. Ich habe jetzt einmal das Modell des S-Line, was ich gleich damit einmal vergleichen möchte. Eigentlich dafür recht gut. Wir machen gleich einmal den Vergleichstest zwischen den drei Modellen. Mein erstes Fazit nach einem Tag Nutzung: Der Akku ist sch nicht schlecht, also ich komme über einen halben Tag mit hin, aber wenn ich keine Powerbank dabei habe und nicht meine Just Fog noch, komme ich einen halben Tag mit hin und dann ist das Gerät aber auch schon leer. Das ist der aktuelle große Nachteil, den ich finde. Aber ich denke mal, wenn man das weiß, kann man sich da ja auch ein bisschen drauf einstellen und das dann dementsprechend sich einrichten, dass man eine Powerbank dabei hat oder noch eine zweite, sich davon holt, wenn man wirklich nur dieses Modell möchte. Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr positiv. Ich möchte nicht sagen, dass sie schlecht ist. Ich möchte auch nicht sagen, dass es nur für die weiblichen Fans ist, aber es heißt halt Lady, also ist halt für die Frau gedacht, damit es halt kleiner und schlanker ist für kleinere Hände. Wir machen einmal den Dampftest. Wie immer, ich ziehe so 3, 4 Sekunden und dann seht ihr das ja, wie das ist, und das mache ich dann gleich mit den anderen auch. So. So. Und nochmal. Also der Dampf, der dabei entsteht, ist wirklich gut. Ich würde sogar sagen, der ist fast vergleichbar mit der von Just Fog, die ich jetzt hier habe. Also da ist nicht wirklich ein großer Unterschied. Genau wie bei der anderen von Red Kiwi. Also, da muss ich sagen, das ist echt ein schönes Modell. Preis-Leistungs-Verhältnis, der Neupreis des S-Line Lady Pens liegt bei 29,99. Unverbindliche Preisempfehlung wie immer des Herstellers. Ich finde, für das Geld kann man sich dieses Gerät ruhig holen. Es ist auf jeden Fall sein Geld wert. Der einzige Nachteil ist halt der kleine Akku, aber da kann man sich ja notfalls noch einen Akku nachbestellen und zwei immer bei haben. Also mit zwei Akkus mit jeweils 320 mA müsste man auf jeden Fall durch den Tag kommen. Ja, das zu dem kleinen Unboxing und zum Kurztest. Der Langzeittest folgt, wie auch beim Wipe E-Pen, innerhalb der nächsten anderthalb Wochen bis 2 Wochen, je nachdem, wie ausführlich ich das Gerät jetzt auch testen möchte. Und dann wird demnächst neues Video kommen zum Thema eGrip VT. Die ist bestellt, kommt in den nächsten Tagen an und dann wird da auch ein Video vom Unboxing kommen. Das war's von mir erstmal. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, was ich verändern kann, oder schreibt mir eine Nachricht. Bei Fragen auch ab in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir ruhig einen Daumen runter, dass ich weiß, wo ich dran bin, dass ihr mir ein gutes Feedback gebt oder nicht so gutes. Dann hoffe ich, ich freue mich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Rubito is back. Bis zum nächsten Mal, ciao.